Love Parade. Strafprozess soll Anfang Dezember beginnen. Der Vorsitzende der 6. Großen Strafkammer hat den Verteidigern und Nebenklagevertretern im Love Parade Strafverfahren Terminvorschläge für den Beginn der Hauptverhandlung unterbreitet. Nach den Planungen der Kammer könnte die Hauptverhandlung am 6. oder 8. Dezember 2017 beginnen. Die Kammer beabsichtigt, regelmäßig an 3 Tagen pro Woche, und zwar möglichst dienstags, mittwochs und donnerstags, zu verhandeln. Nach der Planung der Kammer sollen bis Mitte Februar 2018 23 Verhandlungstage stattfinden. Weitere Termine wird die Kammer zu einem späteren Zeitpunkt mit den Verfahrensbeteiligten abstimmen. Diese haben von der Kammer Gelegenheit zur Stellungnahme zur Terminplanung binnen 2 Wochen erhalten. Die Kammer weist in ihrer Verfügung bereits darauf hin, dass auf Belange einzelner Personen wegen der Vielzahl an Verfahrensbeteiligten nur in Ausnahmefällen Rücksicht genommen werden kann. 50 Quadratmeter Graffiti an einer S-Bahn im Abstellbahnhof Duisburg. Durch unbekannte Personen wurde Dienstagnacht um 2 Uhr eine S-Bahn auf einer Fläche von insgesamt 50 Quadratmetern mit Lackfarbe besprüht. Die Bahn wurde zuvor zur Reinigung im Vorbahnhof im Duisburger Hauptbahnhof abgestellt. Als Mitarbeiter der Deutschen Bahn die Täter an dem Zug sahen, flüchteten sie unerkannt in Richtung der alten Güterabfertigung. Die Schadenshöhe beläuft sich auf 9.000 Euro. Die Bundespolizei, die nun wegen der Sachbeschädigung ermittelt, bittet um Hinweise zu dieser Tat. UDE, erste Konferenz des neu gegründeten Interdisziplinären Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung. Die Flüchtlingswelle der vergangenen 2 Jahre stellt deutsche Städte vor große Herausforderungen. Wie Migranten erfolgreich auf kommunaler Ebene integriert werden können, damit befasst sich die erste Konferenz des neu gegründeten Interdisziplinären Zentrums für Integrations- und Migrationsforschung. Vom 21. bis 23. Juni gehen mehr als 50 Experten der Frage nach, welche Modelle sich in der Praxis bewährt haben und welche Erkenntnisse verschiedene wissenschaftliche Fachgebiete dazu beisteuern können. Ziel ist, die Kommunen dabei zu unterstützen, das Zusammenleben der Einheimischen und Zugewanderten zu fördern. Auf diese Weise sollen auch die Integration und die Ausbildung derjenigen besser gelingen, die in ihr Herkunftsland zurückkehren wollen oder müssen. Marc Ernstner wird neuer Torwarttrainer der MSV-Frauen. Der MSV Duisburg hat Marc Ernstner als Torwarttrainer des Bundesliga-Frauenteams verpflichtet. Damit komplettiert der 27-Jährige den Trainerstab um Cheftrainer Christian Franz Pohlmann und Co-Trainer Robert Augustin. Ernstner stand zuletzt als Torwarttrainer bei Fortuna Düsseldorf, für die er in der A-Junioren-Bundesliga in der Saison 2007-2008 selbst zwischen den Pfosten stand unter Vertrag. Anschließend hütete Ernstner in der Niederrheinliga für Toro Düsseldorf das Tor. Sommer mit wechselnden Lichtszenen im Landschaftspark. Ab dem kommenden Wochenende zeigt sich die Lichtinstallation im Landschaftspark Duisburg-Nord wieder als stündlich wechselnde Inszenierung. Die Erlebnismesse Photo and Adventure macht den Auftakt für einen Sommer mit wechselnden Lichtbildern im stillgelegten Hüttenwerk. Es folgt das Musikfestival Traumzeit vom 16. bis 18. Juni, die Extraschicht am 24. Juni und das Stadtwerke Sommerkino vom 12. Juli bis 20. August. An diesen Terminen wechseln Gießhalle, Hochöfen, Kamine, Krokodil, Kühlwerk, Piazza, Metallica und Schwadenkamine immer zur vollen Stunde ihre Farbtöne und ihre Helligkeiten. Insgesamt durchläuft die Installation an diesen Lichttagen 5 verschiedene Lichtszenen. Damit wird die zurzeit noch statische Lichtinstallation wieder zur Inszenierung.
Wechselhaft und stürmisch mit Temperaturen bis zu 19 Grad. So zeigte sich heute das Wetter über Duisburg. Am Donnerstag lässt sich die Sonne dann wieder etwas öfter blicken und auch die Temperaturen steigen wieder an auf bis zu 25 Grad. Der Freitag zeigt sich dann leider wieder wechselhaft. Die Werte erreichen zwischen 17 und 22 Grad. Gegen Nachmittag ist mit vereinzelten Schauern zu rechnen. Am Samstag bleibt es dann aber trocken. Sonne und Wolken wechseln sich ab. Mit bis zu 24 Grad wird es wieder etwas sommerlicher. Der Verkehr bei Studio 47 wird Ihnen präsentiert von Ihrem Subaru-Autohaus Wingenta in Neumühl. Autofahrer aufgepasst, auch morgen wird im Duisburger Stadtgebiet die Geschwindigkeit gemessen. Radarmessstellen stehen unter anderem auf der Neumühler Straße in Obermeiderich und auf der Kirchstraße in Hochheide. Außerdem erschweren Baustellen die freie Fahrt. In Bergheim ist bis zum Jahresende der Verkehr in der Jägerstraße gestört. Aufgrund von Kanalbaumaßnahmen ist der Abschnitt zwischen Höschenstraße und Kreuzacker als Einbahnstraße ausgeschildert und ist lediglich in Fahrtrichtung Höschenstraße befahrbar. Außerdem ist seit Dienstag in Eid-Homberg der Verkehr in den Straßen Hochfeldstraße, Ecke Lauerstraße gestört. Bis Freitag, den 9. Juni, finden hier Asphalterneuerungsarbeiten im Bereich der Lichtsignalanlage statt. Eine Umleitung ist über die Friedhofsallee und die Wilhelmstraße ausgeschildert. Studio 47 wünscht allen Verkehrsteilnehmern eine angenehme und staufreie Fahrt.